angleichen. Das finde ich eines der schlimmsten Sachen hier überhaupt. Dass ich verstehe nicht, wieso Train Fever da solche Ecken reinmacht. Ja? Ich weiß es nicht. Würde es nicht einfach so eine runde Abkantung hier sein können? Ich frage mich, ob das jeder hier hat, bei der Train Fever spielt, oder ob das bloß einzigartig ist. Ich denke eher nicht. Das Problem werden viele haben. Aber ich möchte halt gern diese Zacken hier raus haben, weil die mag ich zum Beispiel nicht. Also mir macht es nicht so viel aus, hier das aufzufüllen, wie diese Zacken zu haben, weil die sind echt furchtbar. Warum man da nicht eine Rundung macht oder irgendwas anderes? Nein, warum macht man da so Zacken? Ja? Warum? Liebes Spiel. Liebe Erfinder. Aber wer es ja noch nicht mitbekommen hat, im Herbst kommt ja der Nachfolger. Und da werde ich natürlich einer der ersten hier sein. Hoffe ich mal zumindest, wenn alles gut läuft. So. Aber mittler oder es sieht noch ziemlich gut aus. Backen drin. Und ich habe natürlich auch vor, den großen Teil von der Anlage natürlich auch zu bewalten. Aber wie gesagt, das wird alles dann kommen, wenn mal grob die Fahrstrecken stehen. Ja. So, hier gehen wir unten. Müssen wir ein Löchle buddeln. Oh, muss ich dann halt hier auf der Seite auch wieder an. Oh ne, ist gar nicht so viel. Jetzt würde ich, wie gesagt, gern hier oben erhöht dran vorbeifahren. Okay, jetzt wieder runter. So. Finde ich auch immer lustig. Hier geht's hoch, 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 hoch und zack, wieder runter. Das auch immer. Interessant, was da alles möglich ist bei den Höhenunterschieden. So. Halt, das ist daneben. Jetzt aus. Ja, dann fange ich aber vielleicht doch mit dem Inneren an. Weil dann müssen wir wahrscheinlich hier. Oder? Aber wir schütten hier auf. Gehen dann hier oben entlang. Das wäre gut. So. Erstmal gucken. So. Bald durch. Okay, hier würde ich aber dann doch lieber mit der anderen Seite anfangen.
damit wir einen schönen Wald zur Stadt haben. So würde ich das machen. Dann hier fortsetzen. Und wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Mhm. Wegmachen, hallo, wegmachen. Jetzt müssen wir auf der Seite anpassen, Mann, ich hasse dieses Spiel. Nun gut. Wenn du das so willst. Das, ja, doch. Hier auf der Seite gefällt es mir nicht. Bäume weg. Aber wir können ja nachpflanzen. Ich kann ja sogar eigene Lieder einfügen im Track. Das wäre auch nicht schlecht, wenn ich das mal mache. So. Wie sind wir denn hier unsere Reise fort? Ich hab einen Tunnel? Nee. Nee, 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 nee. So. So. So, und jetzt? Ich würde auf jeden Fall mal gern leben. Ja. Da entlang, ich hätte mal, aber ich hätte gern. Hätte gern einen größeren Ball gehabt, also wir müssen da noch ein bisschen mehr nach rechts. Minimal nach rechts. Ich könnte ja, ho, 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 ho. Ah, genau meine Idee. Ja. So vielleicht. So gefällt mir. Ja. So. Oh nee. Gut.
Gut, gut, gut. Halt das andersrum. Alter, jetzt fangen wir denn an. Man könnte ja auch hier unten eine Straße lang laufen lassen. Und dann hier diese Wände hinmachen. Wo sind die denn? Ja, das zum Beispiel. Könnte man auch machen. Mal das weg, das weg. Angleichung wirklich. Wir werden in 2 drunter gehen. Gott, sieht das scheiße aus, Mann. Gib mir mal was Gescheites. Finde ich auch was anderes? Die Teile noch nie verwendet, muss man sagen. Unten. Das sieht man ja durch, ne? Ja, aber die Wand gefällt mir jetzt nicht. Mir dann schon eher gefallen. So. Okay. Sieht, aber der hat hier. Ne, so lange möchte ich das nicht. Oder so. Das schau mal nach etwas aus. Mir auch ein besseres Bild machen. Jetzt hoffe ich mal, dass hier diese Teile auch noch weggehen. Mit einem kleinen Tool. Bitte? Weg oder nicht weg? Können wir hier eine Straße machen und dann hoffen, dass die Leute hier anbauen, weil das sieht meiner Meinung nach schon cool. Hier auch ein. Nee, lass mich lieber. Und
Vision bei der Terre-Angleichung. Wo wird's gehen? Wo wird's gehen? Machen wir den Hügel noch weg, weil der nervt. Das ist mir auch schon aufgefallen, irgendwie die meiste Zeit in Train Fever geht drauf, um irgendwie die Landschaft passend zu machen, habe ich das Gefühl. Ja? Gerade so wie hier, dass man jetzt hier halt nicht sowas hat, sondern dann nachher diese Wand. Ja? Mal kurz Richtung Ort. Zur Straße hätte ich es jetzt. Weil dann wird es ja wieder einigermaßen eben. Gucken, ragt's auf den Bordstein raus? Oh, nee, nicht mal. So. Vielleicht noch eins. Wo würde ich's machen? Ja. Dann das hier alles weg. Größtenteils. So würde ich jetzt machen. Ja? Wenn ihr irgendwie bessere Vorschläge habt, gerne reinschreiben. Ich bin für alle Vorschläge offen. Mal kurz weg, damit ich hier arbeiten kann. Schatten. Interessant. Auf jeden Fall noch weg. Einiges weg. Und eben. Aber wie gesagt, mein Plan ist ja jetzt, da hier unten eine Straße entlang zu führen. Und dass dann die Leute da noch hinbauen und alles Mögliche. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich die ganzen Umbauten mache, auch in anderen Städten, und ich drücke dann wieder auf Play, die halbe Stadt wird sofort wieder bebaut. Ja? Alles, was ich davor abgerissen wird, wird sofort wieder bebaut. Das ist, wo ich angefangen habe, ist mir das ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, dass das so ist. Dass das jetzt so im Late Game ist. Okay. Soll mir recht sein. Ja. So. Echt. So gefällt mir das doch hier schon mal. Hier ist vielleicht noch ein bisschen arg eckig. So. So, so. Ich weiß, dass ich oft so sag. So. Es ist so. Hab ich schon wieder gesagt. Machen hier. Fällt mir nicht so.
Ah, jetzt gefällt es mir ja schon mal besser. Können wir hier. 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 Hier geht nicht. Hier hoch wieder. So. Hier die Kreuzung. Die Scheiße noch umändern. Und ich wollte noch. Ich meine, in welcher Stadt? Ich wollte noch irgendeinen Busbahnhof umbauen. Ich weiß bloß nicht mehr, in welcher Stadt das war. Ach, hinten. Ich hinten irgendwo. Ah, okay. Ist mir vorhin so, wo ich unterwegs bin, eingefallen. Wo ich ein kleines YouTube-Video geschaut habe. Hat jemand eine gute Idee für einen Omnibus-Bahnhof oder besser gesagt für die Verteilung der Nahverkehrsmittel in einer Stadt? Ja. Denn meine ist persönlich nicht so gut. Ja. Also würde ich jetzt sagen, ich finde sie eher gesagt behindert. Aber ich kann mir vorstellen, dass so vielleicht die meisten, ich kann es ja mal hier zeigen, ja. Am Beispiel. Von dem hier zum Beispiel. Ah, ich muss noch hier mein Ladezeitfenster öffnen, rutscht immer weiter runter. Also man sieht schon, ich habe schon einiges an Linien. Also, Beispiel Tarant. Also. Okay, das ist, glaube ich, eine der größten Busstrecken überhaupt. Hier ist der Busbahnhof. Er fährt einmal komplett in die eine Richtung bis hierher und fährt dann wieder die gleiche Strecke zurück. Ja. Das heißt, man ist nur alle 45 Haltestellen am Bahnhof. Und da hat der nette Herr eine gute Idee gehabt, dass man so, also ab 2000, 2500 Einwohner mindestens, ja, oder wenn man es gut machen will, 4 Buslinien haben sollte. Und also Bus- oder Tramlinien, das ist ja in dem Grund egal. Aber dass dadurch halt die Effizienz auf jeden Fall gesteigert wird, dass die Leute nicht so viel mit dem Auto fahren, was hier eigentlich ziemlich wenig ist, 81% hier, weil ich habe in manchen Städten habe ich zweimal drei Spuren, 6 Spuren nebeneinander und da gibt es Stau ohne Ende. Also ich weiß nicht, was die hier machen. Aber in Tarant läuft es anscheinend. So, kann ich das hier mal weiter abreißen. Jetzt schauen wir mal, was passiert denn, wenn ich. Oh, da ist noch was im Weg. Wenn ich das jetzt mal hier hin verbinde. Oh. Wird es mir schon mal sehr viel Arbeit erleichtern. Aber ich muss hier natürlich auch noch vorbei. Also, wie weit könnte ich denn bis
Hier könnte ich mit Grund leiten. Und ab da dann eine Brücke hier rüber. Das machen wir so.